Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute dachte ich mir, ja, warum nicht mal wieder einen Tiger zeigen? Aber Tiger alleine wäre langweilig, deswegen gibt es heute den Japano-Tiger. Lucky Kid 20 haben wir schon öfters mal hier gesehen, hat das Ganze eingeschickt. Vielen Dank an der Stelle. Und Lonely Kid unterstützt ihn da in der Chromwelle sowie Ratio Xa im T3485M. Also zwei Mediums und er ist Heavy. Hier in dem Fall Low Tier, die Jungs. Also schön mit dem 6er ins 8er Gefecht gerutscht. So wie man es nicht haben will. Und besonders der Japano-Tiger, der fühlt sich da jetzt eigentlich nicht so wohl. 220 Schaden mit 145 Durchschlag. Und selbst 194 ist jetzt nicht so richtig dann krass. Also da muss man trotzdem schon ein bisschen aimen, sage ich mal. Aber wenn es jemand schafft, dann Lonely Kid zusammen mit... Oh, das ist eigentlich ein schönes Bild, wie sie hier stehen. Eigentlich ist es doch... Oh, schaut mal da. Da recken sie beide das Köpfchen in die Höhe. Mei, ist das schön. So, naja, egal. Ich glaube, das gucken sie auch gerade an. Das war gerade abgesprochen. Die sagen sie, oh, lass mal ein schönes Bild machen. Gruppenkuscheln, Gruppenfoto. Und jetzt sagen sie, okay, jetzt wird es wieder ernste Sache ins Gefecht. Gegnerischer T3485M. Na, da fahrt er jetzt natürlich schnellstens drauf. So, Type 64 wird jetzt da behakt. Will jetzt abhauen. Und da hat er den Hit drauf gemacht. Jetzt noch der T3485. Ah, da war ein bisschen zu langsam. Aber ist ja noch kaum was passiert. So. Der A43 probiert es da mal, aber da kommt jetzt der Cromwell drauf. Allerdings war sein Fahrer hinüber. Den muss er sich jetzt wiederholen. Und jetzt ist er aber auch schon hinüber. Thema durch. So, E25. Und da der IKV, vielleicht kriegt er davon noch was ab. Bisher muss man sagen, ist... Ui, der hat es auch mal schön von hinten bekommen. Da kann aber ein bisschen die Beschleunigung angezogen, der IKV. Und jetzt denken sie, alles klar, das Thema ist auch durch. Also jetzt wollen sie da auf die Heavys umfahren. KV2, Super Pershing. Dann ansonsten ist da noch ein Revalorisé T3485. Also da ist noch einiges. Und sein Team stellt sich da mit einem VK und einem T34 entgegen. Der Revalorisé hat den Type 64 weggemacht. Also da ist jetzt, da geht jetzt am meisten Punk ab. So, der T34, der kommt ihm hier schon entgegen. Den begrüßt er gleich mal gebührend. Ah, da bekommt er schon wieder einen Hit, der wieder den Fahrer rausnimmt. Also scheinbar ist der Fahrer im Tiger hier eine wirklich arme Wurst. So, und wir sehen, es kommen die da hinten rum. Oben sind jetzt auch alle gefallen. Jetzt will er natürlich erstmal gucken, ob er da seinen Mates helfen kann oder sogar muss. Aber in dem Fall bringt es nichts. Thema ist schon erledigt. So, und jetzt ist die Frage, wo ist denn der KV2? Da der Revalorisé, der kommt seitlich. Da zack, da gibt es einfach mal einen kleinen Treffer rein. Gar kein Problem. Und da ist der KV. Der schaut schon böse. So, KV hat ihn da direkt schon getroffen. Gott sei Dank nicht so schlimm. Nur für 370, aber der Richtschütze ist halt hinüber. 9 zu 10 steht's. Also jetzt entscheidet sich hier die Runde. Und er hat hier wirklich nicht mehr viel Hitpoints. 187. Oh, sehr schön getroffen. Da den Revalorisé wegmacht. So soll's sein. So, Cromwell mit 2 Hitpoints. So, der KV will abhauen. Jetzt muss er aufpassen, dass er nicht sein Cromwell anfährt. 2 Hitpoints ist ja ganz schnell erledigt. So. Der E25 ist so ein kleiner Ram-Action-Guy. Hat es jetzt schön. Oh, sehr schön, dann zündet er den an. Ganz wichtig gemacht und sehr gut drauf geachtet, dass der da oben rumgekommen ist. Super Kill mit ein bisschen Glück selbstverständlich durch den Brand. Aber perfekt gemacht. Sein 4. Kill. Da kommt der LTTB.
Da hat er es mit Auto-Aim probiert, aber das hat nicht funktioniert. Und da kommt der Super Pershing. Der hat ihn natürlich auf dem Zettel. So, Gott sei Dank, Super Pershing verschießt. Jetzt zeigt dir der Super Pershing, weil der perfekt die Seite. Dann kann er nochmal einen austeilen. Und jetzt bekommt es der von hinten. So, und jetzt dreht er sich weg. Oh, da hätte er ihn eigentlich schon killen können. Aber er dreht sich wieder weg. Und diesmal jetzt vielleicht mit ein bisschen Aiming. Super Pershing nimmt zwar Badger 12T raus, aber in der Fall schafft er es hier und kann auch wieder sein Besatzungsmitglied zurückholen. Und jetzt nur noch der LTTB. Das sind jetzt hier die beiden Letzten, der Cromwell und er, gegen den LTTB. Natürlich Cromwell mit zwei Hitpoints, aber beide hier im Bereich des One-Shots. So, jetzt fängt auch wieder einer zum Pingen an, der es dann in dem Augenblick wieder viel besser weiß als die Spielenden. Ist ja nicht so, dass die beiden im Zug sind und sich wahrscheinlich absprechen und schon irgendwie ein bisschen mittaktiken. Nein, der Type 64 pingt doch aufgeregt auf C7, B7, B6 und C5. Dass auch ja jeder weiß, was Sache ist. Ihr könnt ja gerne mal am Ende drauf achten, wie viel XP der gemacht hat. Ja, der Type 64 pinkt weiterhin aufgeregt. Ich kann es euch aber mal spoilern. Er hat ganze 620 Schaden gemacht mit 528 XP. Also ohne ihn wäre das Gefecht ja nicht mal ansatzweise gewonnen worden. Und jetzt schreibt er auch, jetzt halt doch endlich mal den Mund. Finde ich es auch vollkommen legitim. Übrigens, das war gerade ich war gerade nicht in seiner Ansicht, deswegen mich wundern, warum der Hitzug von ihm so gut war. So, der sitzt und jetzt noch den nächsten. Oh, jetzt wird es nochmal. Ja, der LTB verschießt und er macht's klar. Da war es ein kleines Stand-off Mexican. Sehr schön gemacht. Sehr gute Runde. 3100 Damage mit 1545 Baserfahrung. Ich würde sagen, kann man lassen. War schön anzusehen. Und mal wieder einen Tiger, auch wenn es nicht aus Deutschland war. Bis zum nächsten Mal. Euer Caramba.